Klaus Mugele. Wir haben Ackerbaubetriebe in Hohenlohe und engagieren uns seit Jahren für Biodiversität, für Insektenschutz mit Blühfläche auf unserem Ackerland. Das macht Spaß, es wird von der Gesellschaft honoriert und es motiviert. In Baden-Württemberg haben wir in den vergangenen Jahren als Vorreiter Projekte entwickelt, wo Naturschutz und Landwirtschaft sich auf Augenhöhe begegnen, mit Respekt, mit Wertschätzung und mit Offenheit für die Belange der anderen Seite. So geht Naturschutz erfolgreich in die Zukunft. In Kooperation statt Konfrontation.